Also wir sind der Meinung und überzeugt, dass wenn man Kinder mitbestimmen lässt, dass eine andere Wertigkeit entsteht. Das Miteinander verändert sich. Wir möchten ja gerne, dass Kinder ihre Meinung äußern, dass sie selbstbewusst durch das Leben gehen, dass sie sich eine Meinung bilden, dass sie versuchen, ihren Standpunkt eben auch zu vertreten. Und wir versuchen, diese Meinung eben auch mit einzubeziehen und auch umzusetzen. Weil jetzt ist der Beirat geöffnet. Du hast da mal die Karten. Worum geht es heute um Beirat? Wie ein Gruppensprecher sein muss. Der Kinderbeirat trifft sich einmal die Woche, dienstags immer. Und es werden hier gruppenübergreifende Themen besprochen, die den Kindergarten anbelangen. Wir wollen ja gerne die Kinder mit einbeziehen, ob das nun Spielmaterial ist oder auch in Konflikten. Wir möchten ja, dass die Kinder auch selbstständig nachdenken. Wir haben nochmal bei der Beiratssitzung besprochen, welche Eigenschaften ein Gruppensprecher haben sollte. Da haben wir Symbole erarbeitet, die für die Kinder gut verständlich sind und auch lesbar sind. Wofür besteht denn die Waage? Man muss gerecht sein. Und eure Aufgabe ist es nächste Woche bei den Gruppenkonferenzen, sagen, was ein Gruppensprecher alles machen muss. Die Kinder, die die Lust haben, als Gruppensprecher zu arbeiten, die können sich selbst eben vorschlagen oder sie melden sich und sagen, ich hätte Lust. Benne, warum möchtest du unser Gruppensprecher werden? Weil ich auch an Kindern helfen möchte. Es ist eine geheime Wahl und jedes Kind bekommt 2 Punkte und entscheidet sich dann für eines oder auch für 2 Kinder, welches eben als Gruppensprecherin tätig sein soll. Ja, bei einigen stellt sich dann eine Freude schon ein, weil sie wissen, sie sind eben als Gruppensprecher gewählt. Und bei anderen entsteht dann auch schon ein bisschen Trauer. Ja, es ist ja ein Stück Demokratie, der bei uns auch im Kindergarten gelebt wird. Und die Kinder müssen natürlich mit Erfolgen und auch mit Misserfolgen zurechtkommen. Wir unterstützen sie dabei, wir versuchen sie natürlich auch aufzufangen. Wir möchten als Erwachsene oder auch als Kindergarten oder als Team ja auch irgendwann mal mündige Erwachsene erleben. Und ich glaube, das kann nur entstehen, wenn man auch Kinder, egal welchen Alters, im Grunde genommen ernst nimmt. Und dass sie eben auch das Gefühl haben, dass sie, was sie sagen, dass das wirklich auch mit einer Ernsthaftigkeit behaftet ist. Jetzt ist der Beirat geschlossen.